Jo Leute, willkommen zurück zum Minecraft Ticket Lite mit Sven, oh, der muss sich verstecken tut, und Markus, der noch nicht auf dem Server ist. Hörst du auf? Weil dazu. Jetzt hast du die Platten weggemacht. Weil Du Markus bist wieder zu gefangen. dappig ist, sein Passwort Ist sicher zu echt Stress merken. mit mir? Nee, Ist echt danke. Stress mit mir? Naja, auf. Ich Ja, glaub schon, Tasty Launcher merkt dass ein das gerade echt Passwort drauf nicht. angelegt wurde. Alter. Dann hör auf. Ja, vor allem ist der Lava, gell? Das ist unfair. Ist noch hinter mir? Irgendwie habe ich keine Musik, ist auch kacke. Suchst du mich noch? Nope. Soll ich dir das jetzt glauben? Nope. Jetzt geht's. What the fuck? Genau das gleiche immer gemacht. Genau das gleiche. Der hat den Geier nicht gesucht hat. Hör's auf, ich bin gleich tot. Hab dich nicht gesucht, ich hab dich gefunden. Du hast mich Ich die gesucht, ganze ich hab. Zeit wusste, wo du bist. Nein, hast du nicht gewusst. Doch, ich hab dich hier runterspringen sehen und ich wusste, du bist hier nicht mehr raus. Ich wollte mich nur sneaky ansneaken. Was ist denn das jetzt? Ich backe! Ah! Hörst du auf! Ich backe fest. So, jetzt. Irgendwie laggt mein Server. Der Markus versucht gerade zu joinen. Nein, ich starte Nein, mal ich schieße hinein. überall Energiekugeln rum. Jetzt fixen mal die Was, Löcher was? wieder im Boden. Sieht ja scheiße Ja, die hast du gemacht. Los, tu was für dein Geld hier. aus. Was bezahlt dafür? Oder ich mach gleich noch mehr Löcher für dich. Oh, Mr. Pummelt. Ist der Pummel. Arschgeige. Jetzt darf ich schon wieder mein Zeug aufsammeln. Ja, darfst du. Wenn du dich beschweren willst, geh woanders hin. Ich lauf Jetzt doch schon. schon. Oh, Markus ist da. Endlich. Hey ho, Maste. So, in der Zeit haben jetzt meine Maschinen weitergearbeitet und jetzt kann ich wieder sinnvoll weiterarbeiten. Ist doch cool, Futter. Müssen wir öfter machen, sowas. Ja, am Arsch. Ich wollte eigentlich auch was Sinnvolles machen, aber nö. Helf mir. Was denn? Steine zu legen. Steine zu erlegen? Du musst sie nicht erleben, die sind Steine schon zu tot. legen. Die sind schon Ja, tot, er legt ein Markus. paar Steine. Die musst du nicht töten, die sind tot. 5 Diamanten hergestellt. Ciao, in der Zeit, wo ich Futo getötet habe, habe ich 5 Diamanten hergestellt. Das ist cool, oder? Ja, ich bin cool. Du bist Sollte ich Ding. öfter töten. So, ich muss jetzt erstmal unsere Löcher wieder fixen. Viele Dias haben wir eigentlich inzwischen. Meine Produktion läuft ja mega. Ah, 273. Nur! Das ist dann nur, das sind Diamanten. Ist fast so wenig wie UU Matter, wie wir haben. Oh, ich hab gerade ein Skelett von, also von so einem Pumpe. Skelettreiter, das Skelett von der Spinne runtergeschossen. Pumpe? Like a Sniper Pro. Jetzt schieße ich die Spinne noch weg. Yeah. Mach wieder ein bisschen Sniper-Training hier aus der Hüfte oder Headshots verteilen. Zack, zack, zack. Ich hoffe, wir haben noch genug Teile. Redstone, ein Eisenrad, Eisen. Eisenhart. Hörst du jetzt mal auf, ich arbeite. Du hast die Pressure Plates noch nicht wieder hingesetzt. Du hast sie auch hier gemacht, warum soll ich das machen? Vor allem haben wir 62 Stück davon im System, das ist auch cool. So, das brauche ich jetzt erstmal und dann Stickies. Warum haben wir 62 Pressure Plates im System? Frag mich Wer eher hat sich da mal. verklickt? Ich habe auch zig Öfen gemacht von dem her. Ja, aber die habe ich mit der Zeit schon ziemlich gut verbraucht. Die haben wir doch in Ding verwandelt, oder nicht? In Thermalgeneratoren. In alles Mögliche habe ich die verwandelt. So, hier ist ein Minenbohrer. Jetzt brauche ich noch. Oh, Und haben wir wieder noch vier Glas? Diamanten. Ich brauche hier noch einen Tank. Uff, reicht das? Reicht was? Jawohl, reicht gerade für einen Tank noch. Das, und jetzt brauche ich noch Wutten, 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 Hölzern.
hölzernes Wasserrohr. Hoppala. Was haben wir denn noch? Hölzerne Energieleitung. Jetzt brauchen wir noch Gold. Ganz goldenes Transportrohr. Sven? Ja? Wir haben keine Dichtmaß. Doch, Dichtmaß. Wir haben ja noch ein Dichtmaterial. Wie geil ist das denn? Ich mag Boomerangs. Ich mag sie nicht. Es nervt mich nicht. Ich bin eh gleich schon wieder tot. Ja, wenn du dich nicht mehr hier auf einen fairen Kampf einlässt. Ja, zieh mal deine Rüstung aus, dann können wir mal einen fairen Kampf machen. Oh, jetzt hör doch auf! Ich hab keinen Bock, das nochmal zu machen. Nein, ich hab daneben geworfen. Gott sei Dank. Hast du meinen Bumerang mitgenommen, oder? Nein. Doch. Kann nicht sein. Jetzt guck ich mir auch mal wieder den Nether an. Ah, kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Nee, ich muss gerade warten, bis die Maschinen arbeiten. Scheiße, bring mal Ding mit, Bud, bevor du rüberkommst, bring mal, Hoppala. Muss mal Hoppala mitbringen. Ich bring immer Hoppala mit. Wasserdichtes Rohr. Ich bin doch auch schon hier. Ich stehe sogar, um genau zu sein, direkt über dir. Hallo? Machst du das Loch wieder zu? So. Fang meinen Krieg an, okay, für dich. Das kannst du gerne machen. Wie viele haltest du jetzt eigentlich aus, wie viele Schläge von so einem Zombie-Pigman? Je nachdem, wie lange mein Strom hält, wahrscheinlich so um die 60, 70, 80. Mal gucken. Oh, ich hab hier keinen Trans... keinen... Ach man, das reicht wieder nicht. Das ist ja klar. Ein Rohr reicht nicht. Ich habe schon zwei Stück getötet, ohne dass der Rest aggressiv auf mich wurde. Echt? Weil ich sie zu schnell getötet habe. Ja. Ist das zu schnell? Ja, wenn du sie one-hittest, dann werden die nicht aggressiv. Mhm. Und da ich hab ich schon mal erzählt habe. Ja, ja, Markus, ich werde nicht immer zu, deswegen. Nicht. Aber jetzt sind sie aggressiv auf mich, weil ich Erze abgebaut habe. Weil ich snipe sie einfach weg, zack, like a pro. Like a pro. Ich brauche mehr Wasserdichte, ich brauche mehr, oh, ich brauche alles mehr. Ja, bau mal Erze ab, die kann man auch immer gebrauchen. Ja, mache ich ja gerade. Muss nur aufpassen, dass meine Energy nicht leer geht. Ja, ich glaube. Sonst we've got a problem. Ja, ich brauche mehr wasserdichte Leitungen. Sonst hast du ein Problem. Ja, sonst kann ich immer unsere vierte Pumpe nicht nutzen, das ist das Problem, ja. Oh, schon wieder verkehrt in Richtung ausgestiegen. Was ist denn so hart? Mann, ich glaube, hier gibt es vielleicht keine Pigmen, wenn ich hier fertig bin. Sie spawnen ja random wieder, oder nicht? Oh ja, hier sind noch ein paar. Da kann ich ein bisschen snipen üben. Aber bisher ist jeder Schuss ein Treffer aus Was der machst Drehung du eigentlich, wieder. Markus? Ich baue Steine an. Warum baust du Steine ab? Nein, nicht ab, sondern ich platziere Steine. Cobblestones. Für was? Für eine Befestigung. Im Meer. Wasser. Ach Marsch so. Der Welt. Ach so, hast du 600 Meter von unserer Base entfernt. Ja, das geht ja noch. Und ist hast du auch mich zu töten? So. Ich habe erstmal wieder Dichtmaterial besorgen müssen. Aber seit wann? Was ist das eigentlich für eine Logik, dass man aus Kaktus Dichtmaterial macht? Wir sind in Minecraft. Das ist keine Logik. Doch, ist gar nicht mehr so doof, die Logik, weil Kaktus hält ja Wasser auch irgendwie in sich drin, ne? Und in der Wüste bist, trinkst du ja auch aus dem Kaktus. Ich trinke aus der Flasche, nicht aus dem Kaktus. Ja, aber so praktisch gesehen, kannst du mit einem Kaktus überleben. Also ist es schon logisch, dass Kaktusstoff irgendwie Wasser zurückhält. Ja. Die spawnen echt hier in Armeen wieder. Das ist voll useless, die einfach zu töten. Innerhalb von Sekunden ist hier wieder alles voll. Dichtmaterial. Nein, doch, dicht. Grün. Die Gas sehen einfach aus wie so eine Riesenkatze. Ja, in dem Texture-Pack schon. Vor allem, wenn die Aggro werden, Alter, wie das aussieht. So, Gold. Gold, Gold, Gold.
Oh, ein Gas braucht sogar zwei meiner Sniper-Schüsse, um zu sterben. Was? Die halten doch nochmal das nix aus. So, jetzt habe ich genug Rohre. Kann ein Rohr verlegen. Was essen? Also reichen dann die vier Pumpen, um die 32 Generatoren zu versorgen? Oder wie viel sind's? 48? Weiß ich nicht. Ich habe mich damit noch nicht so durchgehend beschäftigt. Also müsste jeder 12 Generatoren versorgen. Das müssten sie hinkriegen. Du wusstest doch mal, wie viel einer schafft. Einer schafft nochmal 12 Stück. Dann passt doch. Sollten das reichen, ja. Sollte. Ich bin auch kein Experte darin. Kann ich da beide befeuern damit? Gott. So, die poppt. Und ja, du legst die Leitung hier rum. Zack. Brauche ich da eine hölzerne? Bloß ich brauche jetzt nur noch eine Hülse in den Tank. Warum kommt da nichts raus? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen OP mit dem Anzug. Dann zieh ihn aus. Ah, jetzt kommt Lava. Ne, jetzt gerade sollte ich nicht ausziehen. Gerade ist hier nämlich Pikmin kriege. Ach nö, jetzt muss ich noch ein hölzernes holen. Oder? Ich weiß nicht. Habe ich denn da eingesagt? Oh, eine Gasträne. Ich habe eine Gasträne. Haben wir schon welche im System, glaube ich. Die sieht richtig geil aus. Ja, die können wir auch aus Ding herstellen, glaube ich. Aus Juju. Aber sie sieht geil aus. Ich habe erst gedacht, da liegt ein Herz irgendwie. Wir schon wieder so mega viel Kohle, ne? Wir können schon wieder 1000 Diamanten nachproduzieren. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert so. Also da kommt Lava. Probier es noch, was das ist. Der Meister hat gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden, was er gemeint hat. Probier es, dann siehst du es. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da noch ein hölzernes brauche oder nicht. Was ein hölzernes? Siehst du doch bei den anderen. Ja, das haben wir direkt an die Pumpe angeschlossen. Jetzt habe ich es mit Transportpipes machen müssen. Dann probier's doch. Habe ich doch, das Rohr wird immer wieder leer. Ja, aber wenn was reinfließt, dann kommt ja auch was raus, oder? Ja, es fließt von der Pumpe durch das Rohr. Komm doch einfach her und guck das an. Kann jemand den Regen ausmachen, bitte? Nee, weil wir sind in der Unterwelt, da geht es nicht. Okay. Da muss Futter, wenn dann in die Oberwelt kommen. Müsste aus sein. Bin ich direkt auf der Pumpe. Bist du hier? Hat's aufgehört zu regen? Nein. Sag ich ja, es geht nicht. Ja, warte. Glaub mir mal was, Futter, ich kenne mich damit besser aus. So. Guck mal, jetzt kommt hier Lava, wenn Lava kommt. Ja, die Pumpe saugt gerade. Warte. Ja, jetzt guck, jetzt so, da kommt Lava. Ja, fließt da hin. Doch. Und dann fließt da rein, oder? Ja, passt. Da kommt ja nichts raus aus dem Ding. Gut. Jetzt, wenn die hier noch alle warm laufen und du da noch mehr anschließt. Eine kann ich noch anschließen, aber ich habe gerade keine mehr im System. Deswegen. Dann bau eine. Guck mal, die ist voll. Warum wird die nicht leer? Die ist voll. Schau mal drüben, ob du weiß überhaupt noch belegt hast. Ja, hab ich. Bleib du mal hier, ich geh mal rüber. Aber wenn die voll ist, weißt du, wie viele Eimer das sind? 100, glaube ich. Ich weiß aber auch nicht sicher. Ich kann es ja mal abbauen und wieder hinsetzen. Nein, hör auf jetzt! Ich bin ja gleich drüben. Steht nicht dabei, wie viel das ist, wenn es voll ist. So. Ich denke, es sind auf jeden Fall ein paar Eimer. Ja, das auf jeden Fall. So. Also warte, ich setz die mal kurz weg von der Pumpe. Also warte mal, die Pumpe ist voll, da geht nichts raus. Warte, ich hab's jetzt mal woanders hingestellt, ob's jetzt leer wird. Ich hab irgendwo hingestellt, wo nichts reinkommt. Also die Hüme ist auch voll, aber die geht da was raus. Aber ist zu langsam. Ist das Drehrad richtig eingestellt? Ja, da geht was raus, aber es dauert halt ein Weil, bis es rausgeht. Komischer Scheiß, die anderen sind alle leer, die zwei anderen. Kommt jetzt noch was raus?
Die hölzernen Leitungen sind voll, da geht nichts runter. In die goldenen geht nichts rein. Muss man nicht verstehen, sind die oder? goldenen, sind die goldenen waterproof? Ja. Wenn das Zeug weggeschickt werden soll und nicht rauslaufen soll, welche Farbe muss unten sein? Blau oder rot? Ich habe hier blau oben, rot unten. Das heißt, hier muss rot oben, blau unten sein, ne? Ja. Aber dieses Problem lösen wir in der nächsten Folge, weil die Folge ist fertig. Also bis zum nächsten Mal, wir sind raus und tschüss.